einen wunderschönen guten morgen ich bleibe wieder eine runde die ich äh, euch zeigen möchte ich habe wieder das hat deaktiviert um äh, vorerst so kein name shaming zu betreiben das nicht irgendwer sich aufregt von wegen er würde ja völlig unzurecht schlecht dargestellt werden was ist los ähm ist die letzte Runde für mich vom äh, Skoda T27 Marathon, wo man die äh, Besatzungsmitglieder, Besatzungsbücher und äh, den äh, 3D-Stil äh, äh, gewinnen kann, beziehungsweise hier spielen kann. Ähm, aus privaten Gründen habe ich halt ein bisschen äh, über das Wochenende das ein bisschen schleifen lassen. Und habe dann äh, ein bisschen in die Nacht reingespielt und den Marathon aufgeholt und es fehlte mir nur noch eine Runde von der zehnten Stufe äh, vom Schaden und von der Erfahrung unter den Top 3 sein. Das ist schwieriger, als es klingt im ersten Moment, weil wenn ihr im Zehnerbereich spielt, als Achter müsst ihr so performen, dass ihr den äh, mindestens dritthöchsten Schaden macht. Und ein Zehner knallt nun mal mehr Schaden raus als ihr. Wenn ihr da ein paar Zehner-TDs oder sowas habt, dann ist schon äh, schwer. Da könnt ihr noch so gut performen, noch so gut von den äh, Erfahrungspunkten her nachher landen. Ihr müsst beides haben unter den Top-3, was Erfahrung und Schaden angeht. Und deswegen ist es eigentlich leichter, das als Top-Tier zu machen, wenn man im 6er-Matchmaking ähm, 8, 7, 6 kommt. Äh, nur kommt man das, kam ich das jetzt selten, ne? Es war halt überwiegend Achter, reines Achtermatch, aber halt auch verstärkt 10er und das macht es dann recht anstrengend. Und wenn ich es an der äh, Stelle nochmal loswerden kann, falls das irgendwann Wargaming-Mitarbeiter sieht, hört auf, Aufträge zu machen, die an Sieg gebunden sind. Und damit meine ich nicht gewinnen, Gefecht oder so, sondern auch dieses ähm, 7x500 Erfahrung Base EP. Ihr kriegt vernünftig Erfahrung nur, wenn ihr gewinnt. Also ist das auch an den Sieg gebunden. Und Siege äh, sind so rar bei WOT wie Spielverständnis, Niveau und Gehirn. Deswegen, bitte, 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 spielt euer Spiel mal selber. So. Ähm. Ich habe äh, das erste Mal das ziemlich schnell hingekriegt, äh, Stufe 10. Man muss das ja zweimal schaffen unter den Top 3 landen. War halt auch ein 876-Match. Habe es günstigerweise hingekriegt, fast 4000 Schaden zu machen. Deswegen war das schon mal sicher, dass ich da auch von der EP her unter den Top 3 bin, weil es ist natürlich so im Low-Tier-Bereich. Es gibt ja viele, die sich dann immer aufregen. Aber wenn ihr dort stabil performt kriegt ihr als Loot hier ja mehr EP, weil ihr seid halt Loot hier, wenn ihr da Schaden macht und vernünftig spielt, werdet ihr äh, kriegt ihr ja mehr als ein äh, Top Tier mit der gleichen Leistung. Hat er dann aber auch keine Lust mehr mitten in der Nacht, ich wollte ins Bett, dachte so, okay, quält sich morgens noch mal hoch, machst da die eine Runde und das ist jetzt hier meine erste Runde. Und wir sind auf Klippe und was ich euch zeigen will, ist einfach dass der Grund, wieso World of Tanks von vielen Spielern gelöscht wurde und gelöscht wird und mich teilweise auch gestern wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Ich würde euch das gerne auf der Minimap zeigen, aber äh, das geht momentan gerade nicht. Auf alle Fälle dachte ich so: Okay, wer Klippe kennt, ich stelle mich jetzt nicht unten rechts auf die TD-Position, sondern fahre hier schnell hoch, riskiere den Gegner. Hier kommt mir krommel entgegen und ein T71 und ich habe keinen Support. Keine Leute, die mit mir mitkommen. Im Gegensatz, ich versuche das mal. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. So. Und ihr seht ja jetzt die Kartensituation, dass äh, die Aufteilung wieder völlig falsch ist. Und damit meine ich so richtig falsch. Wir haben irgendein TD in der Base campen. Wir haben ein Heavy in der Base campen, wahrscheinlich bei der AFK. Die Mediums vier Stück an der Zahl, die sowas von völlig falsch stehen. Beziehungsweise alle vier auf einem Fleck. Die Map Control wird dem Gegner praktisch entgegengeworfen. Los, holt euch die Karte, flankiert uns, beschießt uns, mehr Fronten. Ähm, da ist keine, kein Ticken Ahnung hinter. Und wenn ihr im 6er-Bereich oder im 8er, das ist ja viel mehr gibt es dann ja nicht mehr, 9er, 10er. Wenn ihr im 6- bis 8 bereich nicht sicher seid, Schiss habt und nicht die Eier habt, irgendwo eure Fahrzeuge ähm, qualifiziert zu fahren, so wie sich es gedacht wurde oder gedacht wird, dann lasst es. Dann fahrt noch im Low-Tier-Bereich äh, 1 bis 4, sammelt dort Sicherheit, sammelt dort Erfahrung, aber es bringt euch nichts und das wird man nachher gleich sehen bei der Auswertung und es bringt vor allem den anderen Spielern nichts, wenn ihr nur rumkämmt, wenn ihr nichts macht. Und man kann, man kann die Spieler ja schon anpingen wie Sau, ne? Das Ping der Hölle. Aber es, sie verstehen es nicht, sie wollen es nicht verstehen. Sie reagieren eher noch mit Ignoranz, mit, mit, mit Bock drauf, von wegen, nee, ich mache, ich mach, wie ich will. Mein liebster Satz ist ja immer, ich spiele das Spiel aus Spaß. Was ja immer irgendwie bedeutet, ich nicht, doch ich spiele es halt auch aus Spaß. Aber ich habe halt keinen Spaß in dumm hinten rumstehen und andere Teammates verrecken lassen, sondern ich habe Spaß darin, gute Leistung zu bringen. Und das ist halt so nicht möglich. H1, J1, zwei kämpfende Mediums, nichts ist auf der rechten Seite. Wenn jetzt angenommen, wenn ich das jetzt hin und her schieben würde, die beiden Heavy's K3 und J4. Die oben zum Austausch mit den beiden Mediums G1, G2 und die gesamten campenden Mediums links, die vier, die kümmern sich dann um den Bereich F6, F7. Dann wäre der Light dort oben abgesichert. Sie hätten Rückendeckung von dem TD. Der TD, der darum rumcampt, könnte dem anderen auch supporten. Das wäre so die Aufstellung. Man könnte sich an den Gegner auf, äh, anpassen im Zufallsgefecht, wohlgemerkt. Ähm. Und könnte die Karte äh, vernünftig spielen und eine Leistung bringen, performen. Ist hier aber nicht möglich. Und das war meine erste Runde. Natürlich habe ich in dem Moment äh, das noch nicht so ganz geschnallt, wie aussichtslos das ist, weil es ist erst gerade am Anfang des Matches. Ich versuche gerade auf meine erste Position zu fahren. Und das war's. Das lustige ist, dass mir die heldenhaften Mediums dann G1J1 noch negativ signalisieren, wenn sie angepingt werden. Wo einfach dann merkt man merkt die totale Ignoranz. Ich habe null Support jetzt. Hab die äh, schlechtere Position gegenüber dem äh, Skoda gegenüber. Kann ich nach hinten, weil ich werde beschossen. Ist aussichtslos. Für mich die Runde wieder total verschwendet, die Zeit verschwendet und... Das war's für uns. Raus hier. Wenn wir jetzt mal gucken... Ich bin gestorben. Achter Medium wurde dort oben geopfert. Ich hätte das vielleicht. Aber wie wirst du das am Anfang des Gefechts sehen, wenn die Leute sich verteilen? Du weißt ja nicht, bleiben die jetzt stehen oder fahren die noch weiter? Du gehst davon aus, dass sie weiterfahren, weil du gehst da Du hoffst natürlich, dass sie nicht nur Luft im Kopf haben. Aber es ist halt nicht so. Und dann wird der Achter Medium dort oben geopfert, damit irgendwelche Siebener und Sechser Mediums hinten rum campen können versteht mich da nicht falsch, aus der zweiten Reihe spielen, ist nicht dort positionieren und rumcampen. Das ist was komplett anderes. Man ist trotzdem im Verbund und als Medium immer noch stärker und besser aufgehoben, wenn man in, äh, ja, offenen, äh, äh, in einem offenen Bereich spielt. Man muss ja nur gucken, was der Gegner macht. Komischerweise macht der Gegner es ja immer einen Tick besser. Weil sonst würden sie ja nicht immer gewinnen. Am Ende kommt dabei nämlich das raus. Und ich habe jetzt bewusst kein Name-Shaming betrieben. Aber Clan-Shaming gibt es nicht. Mir äh, kam nur der Gedanke. Man sollte vielleicht bei sowas äh, die Namen wegstreichen, aber durchaus kann man dort schon mal die Clans stehen lassen, weil die Clans sollten in der Pflicht sein, Spieler darauf hinzuweisen, wie man vernünftig spielt, ähm, wie man nicht nur hinten kämmt oder seine Zeit verschwendet und die Zeit der anderen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gelassen. Wenn ihr dort seht, wie ein Rheinmetall null Schaden am Gefecht hat, am Ende, wahrscheinlich ist das der anfangs rumcampende, ich habe keine Ahnung. Äh, die, der IS wird der Dauercamper sein unten. Und ähm, Stritzwagen, Skoda und selbst T34, 85, T20, das waren die Jungs, die links gecampt haben. Selbst die sind, haben völlig unterdurchschnittlich performt. Und das Traurige an der Geschichte ist, weswegen ich dieses Video jetzt gemacht habe, ist, dass ich mit dieser Runde, mit diesem... Es ist ja nichts anderes als ein Anfahrversuch der ersten Position. Bin ich unter den Top 3, was Schaden und Erfahrung angeht. Das ist nicht, das ist, ich bin fassungslos, ehrlich. Ich bin fassungslos. Wie kann World of Tanks so vor die Hunde gehen? Wie kann World of Tanks so durchzogen sein mit Ignoranz, mit Egoismus? Es ist so ein gutes Spiel, es hat so viel Potenzial. Und Spieler, auch wenn man jetzt, äh, den Namen äh, des, der Sue sieht, ich glaube, das ist kein Problem. Ähm, das Gegnerteam, wie man ja sieht, hat ja deutlich besser performt. Ähm, wie kann das Spiel so durchzogen sein von Leuten, denen das Spiel eigentlich total egal ist, die nur drauf aus sind, irgendwo äh, mit einem mit Panzer irgendwo rumzustehen und rumzuballern? Mir ist das da völlig egal, wie alt ihr seid. Mir ist das völlig egal, äh, welcher Nation ihr angehört. Ähm, mir ist es auch völlig egal, wie lange ihr das Spiel spielt. Ähm, wir sind alle nicht mit der Weisheit äh, geboren worden. Wir haben das Spiel noch auf die richtig harte Art gelernt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu belehren, zwecks, äh, sei es YouTube, sei es irgendwelche Foren. Ich sage es immer wieder. Oder. Im Optimalfall ein vernünftiger Clan, der euch auch was beibringt, beziehungsweise ähm, auch Ahnung hat. Wobei da natürlich auch wieder der Punkt kommt, dass ihr zuhören wollen müsst und auch kritikfähig sein müsst. Das sind auch wieder so eine Faktoren, die sehr selten sind. Damit sowas nicht passiert. Aber ganz ehrlich, ich Das ist ein Armutszeugnis, dass ich mit sowas den Marathon abschließe. Das ist ein absolutes Armutszeugnis für das Spiel, gleichbedeutend für die Community für die Spieler. Also, wenn ihr das seht, setzt euch mit euren Fahrzeugen auseinander. Jeder Medium ist irgendwie wieder anders, jeder Heavy ist irgendwie wieder anders, jedes Fahrzeug ist irgendwie wieder anders. Und bitte, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ihr werdet kein Panzer erwischen. Ähm wo ihr euch praktisch, wo ihr nur ins Gefecht klicken müsst und der macht das alleine. Der Spieler macht den Panzer gut, nicht der Panzer den Spieler. Versteht das endlich. Ihr könnt euch ein Progetto oder sonst was kaufen, was für Unerfahrene eigentlich auch ein Unding ist, aber ihr werdet trotzdem immer noch total verkacken. Und ihr werdet keine gute Leistung haben. Solange ihr euch nicht mit dem Fahrzeug auseinandersetzt, solange ihr nicht die Erfahrung habt, ein Gefecht zu lesen, werdet ihr in dem Tierbereich oder überhaupt mit Premiumfahrzeugen oder was auch immer, mit Fahrzeugen, wo ihr euch noch nicht so auskennt, richtig, richtig vor die Wand fahren. So, das war mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wenn ja, teilt gerne meinen Content, liked ihn und schaut euch gerne die anderen Videos hier bei mir auf dem Kanal an. Habt ihr Fragen oder irgendwelche Ideen, dann immer rein in die Kommentare damit. Jede Form der Unterstützung hilft mir. Also bis zum nächsten Mal.